Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Das Reich der Kree. Es ist unfassbar groß geworden. Wir sind unglaublich mächtig geworden, diplomatisch gesehen zumindest. Militärisch eher noch nicht, aber da soll ja noch was kommen. Wieso wird mir hier wieder irgendetwas vorgeschlagen? Gut, das zählt scheinbar nicht. Was steht als nächstes auf dem Programm? Der vierte Handelsweg ist sehr wichtig hier für den Bonus. Ansonsten wird hier und da überall ein bisschen gebaut. Der Handwerker, der das hier reparieren soll. Der Schiffsbau, der bald fertig ist. Ich möchte ja Richtung des Staudammes gehen. Ich würde mal sagen, nächste Runde, wir schauen mal. Da ist schon jemand bei der nächsten Regierungsform angekommen. Das ist natürlich haarig. Die sind uns kulturell also doch ein bisschen voraus. Gut, ist ja auch die höchste Schwierigkeit. Sie cheatet sich hier so durch. Nichts als eine Planke befindet sich zwischen dem Seemann und der Ewigkeit. Ja, der Seemann und die Ewigkeit. Sehr gut. Ja, die ganzen schönen Weltwunder. So, Kollege, du kommst mal hier. Du stellst dich mal genau hier hin. Wir fangen mal an, hier so ein bisschen strategisch zu blocken. So, sehr schön. So, was möchten wir denn als nächstes erforschen? Ja, das mit dem Wunder werden wir jetzt nicht so wirklich hinkriegen. Baut eine Waffenkammer. Ja, das ist auch schwierig. Etabliert einen großen Wissenschaftler. Gehen wir auf die Universität. Gehen wir auf den Staudamm. Gehen wir auf die Universität. Ich gehe erst auf die Universität. Den Bonus dafür kriege ich eh nicht. Das kann man komplett vergessen. Die Uni soll es sein. Interessant, interessant. Also weltpolitisch haben wir auf jeden Fall einiges zu melden. Wir sehen quasi immer und überall, was hier und da so passiert. Das Mittelalter endet in 10 Runden. Die Renaissance kommt. Ui, eine unabhängige Stadt ist hier gegründet worden. Und oh, die... Also ganz ehrlich, den Osmanen geht es ja gar nicht so wirklich gut. Alter, guckt euch mal das an. Scheiße viel Militär, aber scheiße veraltet. Krieger. Wir sind gleich in der Renaissance und die haben noch Krieger. Selbst die unabhängigen Städte und Stadtstaaten haben schon Schwertkämpfer. Selbst wir haben schon Schwertkämpfer. Das ist einfach ein Trauerspiel. Ach, die haben das hier mit dem Flussverbund. Das ist sehr interessant. Ja, was würde hier Sinn machen? Hier könnte man gut einen Industriebezirk hinbauen. Oder hier könnte man einen guten Industriebezirk hinbauen. Hier natürlich auch. Potenziell wäre dann hier auch ein guter Platz für einen Industriebezirk. Aber das ist zu weit weg. Ja, wobei, hier. Aber das war ja schon hier. Schwierig. Ja, Theaterplatz, Unterhaltungsbezirk. Tja, oder ich baue einfach mal die Stadtmauer, weil ich ansonsten gerade nichts weiß, was ich hier mit der Stadt genau anfangen soll. Ja, hier wäre natürlich tatsächlich ein guter Platz, aber dann sollte das doch vorher bitte gerodet werden, der Wald.
Der soll ja nicht einfach so verschwinden. Hier wäre ein guter Platz für einen Campus. Das könnte man natürlich machen. Das gefällt mir ehrlich gesagt. Wir bauen mal hier einen Campus. Das gefällt mir. So, und du bleibst genau hier in Bereitschaft. Wir blocken. Und dich werden wir mal hierhin verlagern. So, kommen wir denn hier irgendwie nochmal gescheit durch? Truppenabzug, holt die Truppen zurück. Ui! Til Sirs! Til Halla Odins! Ja. Erklärt euch einen gemeinsam formellen Krieg, mit wem denn noch, wenn ich fragen darf? Feras Frevorsvai, ab Frevor Gouverneur. Mas vus, vetsets os, gesamasan, per vus vencer. Okay. Alles klar. Okay, das schauen wir uns gleich an. Erstmal einen Handel mit Mansa Musa. Er möchte unsere Pferde und Seide. Gibt uns dafür ein bisschen Gold und ein bisschen diplomatische Gunst. Das nehmen wir doch gerne an, den Handel. Kriegen wir hier jetzt auf die Schnauze? Oder werden wir hier jetzt rausteleportiert? Oder wer war das jetzt eigentlich? Wir haben bei unserer Mission versagt. Und die nächste Auseinandersetzung mit diesem Feind. Bei welcher Mission haben wir denn bitte versagt? Warte mal, wer war denn jetzt hier? Also, Moment. Ich muss jetzt gerade mal was gucken. Ganz viele Stadtstaaten erklären Harald den Krieg. Ach so, hier ist es ja. Ach, Frankreich. Das war gar nicht die hier ist. Freunde. Das hier ist Norwegen. Und das hier ist Frankreich. Wieso erklären Sie mir formell den Krieg? Wen denn bitte noch, wenn ich mal fragen darf? Süleman hat Harald den Krieg erklärt. Ach so, ja, meine ganzen Allianzpartner, ne? Gilgamesch, oh Gott, ach du Heilige. Harald hat mir den Krieg erklärt, Süleman hat ihr. Jetzt wurde hier wieder irgendwas eingestellt. Nein, du sollst nicht diesen gigantastischen Weg hier nehmen. Du kommst mal schön hier zurück. Okay, ja, gut. Ich würde mal sagen, wir machen aus dem hier einen internationalen Handelsweg. Hier würde sich einiges anbieten. Ich würde mal das hier tatsächlich machen. Und damit kriege ich nämlich diesen Bonus. Oh yeah. So, jede Menge Stadtstaaten ziehen mit. Das können sie von mir aus tun. Es gab eine Flussüberschwemmung. Ja, viel Spaß damit. Notfall abgeschlossen. Und der Japse wurde belohnt. Ja, von mir aus. Okay, ich weiß nicht genau, wieso Frankreich und Norwegen jetzt gegen meine Wenigkeit in den Krieg zu wollen. Ich weiß vor allen Dingen nicht, von wo wollen die denn kommen. Also es wird ein bisschen schwierig werden. Sie schicken mit Sicherheit irgendetwas. Also könnte es sein, dass sie von hier kommen. Allerdings beschützt mich hier ja Vilnius. Oder könnten sie hier irgendwie anlanden und hier in meine Reihen einfallen? Es wäre ihnen theoretisch zuzutrauen. Ich würde mal hier oben ganz spontan die Stadtmauern errichten.
Es könnte auch sein, dass sie von hier kommen, aber hier habe ich ja einen Bogenschützen. Hier ist auch noch ein Schwertkämpfer. Also ein bisschen Militär habe ich ja. Ein Reiter ist auch hier positioniert. Hier unten drei Spezialeinheiten, hier noch ein Schwertkämpfer. Also ich weiß nicht genau, von wo sie denn kommen möchten. Ehrlich gesagt. Okay. Wir gehen mal eine Runde weiter. Ich meine, ich sehe ja quasi fast die komplette Karte. Ich dürfte sie ja eigentlich sehen. Nein, mein Freund. Meine diplomatische Gunst verhandle ich nicht, die setze ich ein. Schauen wir mal, die müssten ja eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Ah, ein bisschen Gold und ein bisschen diplomatische Gunst, das nehme ich doch gerne an. Wollen die ganzen KIs hier irgendwie auf Kavallerie umsatteln oder... Wieso sind die auf einmal so mega krass an Pferden interessiert? Ich weiß es nicht. Der Weltkongress, eine weitere Abstimmung. Schauen wir mal, um was es heute geht. Schauen wir erstmal, wie es hier so um die diplomatische Gunst steht. Ja, da sind wir natürlich extremst weit vorne. Oh, aber hier, Japan wurde belohnt durch den diplomatischen Notfall und hat tatsächlich aufgeschlossen. So, was haben wir denn hier? Grenzkontrollenabkommen. Neue in diesem schwer gebaute Bezirke lösen einen Kulturschock aus. Oh, das ist natürlich nice. Die Grenzen dieses Spiels wachsen nicht durch Kultur. Also, neue Bezirke lösen einen Kulturschock aus. Da bin ich dafür. Ach so. Neue Bezirke, die von diesem Spieler lösen einen Kulturschock aus. Ja, meine natürlich, ne? Also, meine Bezirke lösen natürlich für mich einen Kulturschock aus. Da lege ich sogar noch eine zweite Stimme obendrauf und sogar noch eine dritte Stimme. Hier, hauen wir doch mal ein bisschen was raus. Ich finde, meine Bezirke, die ich baue, sollen einen Kulturschock auslösen. Ich baue ja tatsächlich aktuell einige Bezirke. Ich möchte jetzt aber auch nicht zu viel hier investieren, aber... Also ich finde, meine Bezirke könnten nochmal einen Kulturschock auslösen. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Plus 100% vom Ertrag des Stadtstaates, wenn ihr Handwerker zum Stadtstaat des Typen schickt. Ja, mache ich einfach mal das. Kostenlos. Was habe ich denn bei mir? Kultur und Religion, ne? Ja, aber wenn... Also zählt dazu auch, wenn die Händler da durchziehen? Okay, reichen wir das mal so ein. Ich bin gespannt, wie der Weltkongress entscheidet. Was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Sehr gut. Das Grenzkontrollabkommen, was ich vorgeschlagen habe, wurde auch angenommen. Neue von diesem Spieler gebaute Bezirke lösen einen Kulturschock aus. Ich. Mhm. Ja, die ganzen Experten haben sich natürlich alle selber gewählt mit einer Stimme. Tja. Freunde, das weiß ich jetzt aber zum Nutzen, ne? Und es ist hier der Militärstadtstaat geworden. Okay. Es gibt sehr ehrliche Menschen, die glauben, erst dann ein Schnäppchen gemacht zu haben, wenn sie einen Händler betrogen haben. So ist das so. Das könnte man tatsächlich überlegen. Baue ich aktuell noch Handwerker? Das muss ich mal gerade nachgucken. Ich baue aktuell... Keine Handwerker haben wir, das heißt, wir können diese Karte hier raus tun und diese Karte hier rein tun. Ein bisschen mehr Gold, warum eigentlich nicht? Boah, 89,5 Gold die Runde, das ist schon ziemlich cool. Irgendwo gibt es ein heftiges Unwetter, das interessiert mich jetzt gerade nicht, aber ich mache hier die Grenze erstmal komplett dicht. So, Le Handwerker geht hier mal hoch. Barbarenschwertkämpfer, wo kommt der denn her?
Oh, hier draußen gibt es ein krasses Unwetter, ja. Okay. Das heißt, dieser Hafen hier löst einen Kulturschock aus und ich kriege diese drei Felder. Das ist schön. Dieser Handelsbezirk löst einen Kulturschock aus, das heißt, ich kriege dieses Feld. Das ist natürlich problematisch. Ja, eigentlich würde der hier auch einen Kulturschock auslösen. Er wird mir wahrscheinlich dieses Feld und dieses Feld bringen. Das Feld kann er mir eigentlich gar nicht bringen. Es sei denn, ich wasche hier ganz schnell eine Stadt hin. Es sei denn, ich kaufe mir hier einfach einen Siedler, wasche hier eine Stadt hin und durch den Kulturschock kriege ich dieses und vor allen Dingen dieses Feld. Das lohnt sich jetzt plötzlich. So, hier würde ich nur diesen Berg dazu bekommen. Hier würde ich diese beiden Felder dazu bekommen. Also Kulturschock ist schon eine nice Sache, muss man sagen. Wie viel würde denn hier ein Siedler kosten? Oder sagen wir, hier eher nicht. Nehmen wir doch hier. Magnus hat doch schon die Beförderung, ne? 1040. Ach du Heilige. Ich müsste mein ganzes Gold raushauen. Aber ganz ehrlich, für den Kulturschock wäre ich sogar bereit, das zu machen. Dann hätte ich sofort Salpeter. Das wäre schon ziemlich sick, muss ich sagen. Hier oben will ich eigentlich hin, ne? Zur Handelsrepublik. Ja, ich würde sagen, dauerhafte Botschaft. Wir gehen auf die Handelsrepublik. Ich denke mal, es wird Zeit. Es wird Zeit für die Handelsrepublik. Ja. Aquädukt. Ich würde mal sagen, hier ist Militär ein bisschen angesagt. Und zwar, ich würde tatsächlich mal einen Bogenschützen hier rekrutieren. Der Reiter wird sich mal hier ein bisschen zentral positionieren. Alles klar, weiter geht's. Weiter geht's. Also eine Botschaft, da habe ich doch absolut nichts gegen. Kannst du gerne errichten. Ich bin sogar am Überlegen. Oh! Das nehme ich doch. Oh ja, ja, du hast sehr viel diplomatische Gunst. Gib mir ruhig diplomatische Gunst ab. Das finde ich gut. Du kriegst weniger, ich krieg mehr. Das ist ein Deal, den mache ich. Ich bin am Überlegen, ob ich hier den Handelsbezirk erstmal cancel und hier stattdessen einen Industriebezirk hinmache, damit ich durch den Kulturschock das Eisen bekomme. Könnte sich lohnen. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Also. Okay. Der Bonus wird uns nicht angezeigt, weil uns das Feld noch nicht gehört. Aber es gibt einen Bonus, wenn ich den hier hinsetze. Oder ich könnte ihn noch alternativ hier hinsetzen. Ist eigentlich relativ egal. Wobei, wenn ich ihn hier hinsetze, kriege ich... Warte mal. Moment. Moment. Wenn ich ihn hier hinsetze, kriege ich das und das Feld. Wenn ich ihn hier hinsetze, kriege ich diese ganzen Felder. Hier ein Industriebezirk und ich kriege diese vier Felder. Alle. Das tun wir. 13 Runden. Das ist auf jeden Fall noch rechtzeitig. Wir bauen den hier hin. So, das reicht. Perfekt. Okay, dann kriegen wir durch den Kulturschock diese ganzen Felder hier. Das müssen wir jetzt ein bisschen ausnutzen. Und das werden wir auch ein bisschen ausnutzen. So, ansonsten kommt schon irgendein potenzieller Feind. Was machen die denn hier drüben?
Ja, hier dümpelt so vereinzelt ein bisschen was durch, aber. Also sie können eigentlich nur übers Wasser kommen, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht, was sonst wo kommen sollte. Nein. Meine diplomatische Gunst kriegst du nicht. Das schließen wir mal wieder an. Dann wird mir sicherlich gleich eine KI wieder ein lukratives Angebot machen. Gehe ich mal sehr stark von aus. Das hier ist eine sehr interessante Insel, muss ich sagen. Okay, überlegen wir mal, ich könnte mir für 1040 einen Händler, einen Siedler kaufen. Bevölkerung würde ich dadurch nicht verlieren. Hier die Stadt gründen, würde mir diese drei Felder ein, ja, das machen wir. Das machen wir, ich kaufe mir einen Siedler und werde diese Stadt hier gründen, weil dieses Salpeter will ich so schnell wie möglich haben. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie hier gleich wirklich angescheißert kommen. Ich kann mir das ehrlich gesagt schlecht vorstellen. Also, selbst, also die KI ist auf Gottheit. Aber, dass diese beiden KIs, die am weitesten von mir entfernt sind, es geschissen kriegen, mich jetzt hier anzugreifen, das glaube ich irgendwie nicht. Ich spare ein bisschen Gold, definitiv, das werde ich jetzt tun. Aber ich kann mir das sehr schlecht vorstellen. So, ansonsten hole ich dich auf jeden Fall zurück. Hier ist ein Vulkanausbruch. Oh Gott, und das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Ausbruch. Aber dort ist niemand. Finde ich gut, dass Vilnius hier ein bisschen scoutet. Ich hätte gerne, also hier hätte ich gerne ein paar Scouts tatsächlich. Ich sollte in dieser Stadt vielleicht mal so ein, zwei Schiffe bauen, die ich vielleicht hier hinstelle und mal diese Meeresenge bewache. Ich bin ein bisschen nervös. Kommt da etwas? Kommt da irgendetwas angedackelt? Bestimmt. Ja, Mansa Musa, das wollte ich auch gerade so ungefähr sagen. Also bisher ist noch nichts von Frankreich und Norwegen zu sehen. Wir haben unsere erste. Ja. Was? Was macht denn hier ein Os? Hä? What? Was macht denn hier ein osmanischer Handwerker? Was ist denn mit ihm falsch? Kollege, hast du dich irgendwie beim Kontinent vertan? Der hat nur noch. Hä? Alter, ja, da, ey. Ohne Spaß, das zeigt mal wieder die unfassbare Dummheit der KI. Guckt euch das an, ein voller Handwerker wird zum Scouten benutzt. Wenn dieser Handwerker nur noch eine Ladung hätte, würde ich das ja halbwegs verstehen. Aber, ey, Leute, was ist denn. Was ist denn mit euch falsch? Wieso schickt ihr denn einen vollen Handwerker zum Scouten? Braucht den doch erstmal auf. Oh, und England hier. Eieiei, hart getroffen. Boah, England ist aber auch heilige. Ja, ist schon nicht schlecht. So, wir brauchen weiter Militär. Ich werde hier mal einen weiteren Reitertrupp bauen. Oh, Gouverneur. Oh Gott, ich habe den Gouverneurstitel wieder vergessen, oder? Es ist wieder passiert. Es ist einfach wieder passiert. Und hier werde ich mal einen Schwertkämpfer in Auftrag geben.
Wir bauen mal ein bisschen Militär. Ich habe doch ein bisschen Sorge, dass hier irgendwie was angescheißert kommt überm Ozean. Deswegen ein paar Bogenschützen, ein paar Reiter, ein paar Schwertkämpfer, damit wir unsere Ressourcen aber aufbrauchen. Der Schwarzhändler, die Beförderung werde ich mir mal holen für Magnus. Hätte ich vielleicht jetzt gerade ein bisschen besser machen können, aber guck mal hier, Pingala und Magnus sind beide super, super befördert. Sie ist auch noch richtig gut am Start. Liang werde ich mir als nächstes dann holen und auch aufwerten. Also Liang wäre das nächste Ziel. So, hier ist der Hafen gleich endlich fertig. Das heißt, ich könnte mal das ein oder andere Schiffchen bauen. Das ist, da stimme ich dir mal wieder zu, Süleyman. Das hast du mir, glaube ich, so schon mal gesagt. Ein gutes Einkommen ist immer gut, klar. So, und durch den Kulturschock müsste ich jetzt diese drei Geländefelder dazu bekommen. Kulturschock! Komm schon, gib mir den Kulturschock! Es zeichnet einen gebildeten Geist aus, sich mit jenem Grad an Genauigkeit zufrieden zu geben, den die Natur der Dinge zulässt. So, so. Und Kulturschock, jawohl. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, hier dann bitte noch unser Spezialgebäude. Welchen Weg hattest du denn letztes Mal? Nach Vilnius, ne? Oh, dieser Weg hier, ne? Dieser Weg sieht schon geil aus. Den machen wir mal. Ein leichter Vulkanausbruch. Überall Vulkanausbrüche. So, dann machen wir mal diese Markierung hier weg. Und eine Stadt, bitte. Le Handwerker. Was möchte denn Le Handwerker machen? Le Handwerker könnte eigentlich mal ein bisschen sich mit dem Weizen hier beschäftigen. Ach stimmt, der hat jetzt doch drei Aufladungen. Ärgerlich. Egal. Wir brauchen hier Wachstum. So, das heißt, dieser Kulturschock bringt mir auch das Salpeter. Also, der Weltkongress gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Weltkongress gefällt mir. So, gehe ich jetzt auf den Staudamm oder gehe ich hier auf besseres Militär? Also da ich im Krieg bin. Tja. Bessere Mauern. Ganz ehrlich, ihr wollt es doch auch. Ihr wollt es doch auch. Komm, 13 Runden Schießpulver ohne Bonus kann man mal machen. Es wird Zeit für Musketiere. Es wird einfach Zeit für Musketiere. Wie viel kostet die? 20 Salpeter. Eieiei, da müssen wir diese Quelle aber ziemlich zügig anschließen. Wenn ich bitten darf. So, kann eine Galeere auch... kann nur in Küstenern, Gewässern... Hier eine Quadrireme wäre das ja dann. Der Leuchtturm wäre natürlich auch nice. Aber ich werde hier mal eine Quadrireme bauen, die hier mal so ein bisschen scouten soll in der Meeresenge, ob hier irgendwie was ankommt. Das ist mir sonst ein bisschen zu unsicher, ehrlich gesagt. So, hier ist natürlich die Frage nach dem Monument. Könnten wir uns das kaufen? Aber sicher doch. Das Monument ist gekauft. Ansonsten Kornspeicher. Viel Spaß, Neustadt. Das heißt, meine Stadtplanungen sind nur noch hier in diesem Bereich vorhanden. Ansonsten wüsste ich nicht mehr, wo ich denn hin soll. Hier oben immer noch das Barbarenlager. Steht da, glaube ich, jetzt auch schon eine ganze Weile.
Tja, aber von den Kriegsgegnern kommt hier auch quasi nichts. Also, ich weiß nicht, ob vielleicht die große Flotte kommt, aber. Naja, also. Ich sag mal so, ich bleibe gespannt. Kumasi. Mhm. Ich habe 50 Groll gegen Japan bekommen. Das ist interessant. Nein, du sollst nicht woanders hinlaufen. Du sollst hier unser Spezialgebäude errichten. So, du kannst zum anderen Bauernhof mal rüberlatschen. Hier eine Überschwemmung. Ja, das juckt keinen so wirklich. 2 Runden der nächste Reiter, 3 Runden der nächste Schwertkämpfer, 11 Runden, ja. 8 Runden, ja, 9. Okay, es geht zügig voran. Mit Mansa Musa können wir uns gleich auch befreunden in der nächsten Runde. Warum eigentlich nicht? Allianzen sind gerade schon alle voll. Ja, Mensch, also kommt hier doch irgendwas, oder? Oh, hier. Aha. Da haben wir ja was. Da sind sie ja. Okay, sie kommen. Sie kommen tatsächlich. Ich bin überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass hier wirklich was kommt. Da kommt doch tatsächlich was. Was machen wir denn mit dir? Was machen wir denn mit dir hier im Bauernhof? Könnte man sich überlegen. Eine norwegische Karawelle. Aha. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass im Kriegsnebel da noch mehr steht. Die Frage ist, was steht da denn jetzt alles? Also. Das ist natürlich die Frage. Ein bisschen beunruhigt bin ich ja schon, muss ich sagen. Ich werde mal hier einen Bogenschützen kaufen. So, den Bonus für die Maschinen nehme ich gerne mit. Und ich glaube, hier werde ich auch mal einen Bogenschützen kaufen. Ich stelle mich mal hier so ein bisschen an die Küste und scoute mal, ob hier was ankommt mit meinem Schwertkämpfer. Da werde ich mir ja auch noch einen Bogenschützen kaufen. So, Gold habe ich ja. Schauen wir mal. Okay, sie greifen Vilnius an. Das ist überraschend. Das dürfte ihnen eigentlich jetzt nicht so wirklich viel bringen. Als ob Norwegen nur eine Karawelle schickt. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ah, danke. Ihr geht hier scouten im Süden, finde ich gut. Hä, kommt da nichts mehr? Renaissance! Wir sind in der Renaissance angekommen. Unglaublich. So, hier das. Nee. Ihr sollt eure letzte Aufladung mal. Ihr stellt euch mal hier rein und wartet mal. Hier wird eine Mine vorgeschlagen. Ja, kann man machen, aber. Oh, hier. Das ist ein guter Vorschlag. Das ist tatsächlich ein guter Vorschlag. So, der Reiter reitet mal Richtung Süden. Neue Stadtstaaten-Quest.
So, wir wählen uns erstmal eine Widmung aus. Wie sieht es denn bei den anderen hier aus? Wir haben ein normales Zeitalter. Eieiei. Ja, Gold, yo. Alles klar, Freunde. Ist in Ordnung. Gewährt eine Zeit aber jedes Mal, wenn ihr einen neuen Spezialbezirk baut. Ein neuer Spezialbezirk. Das wäre aktuell nur der Industriebezirk, das war's, ne? Ich glaube, ich gehe mal auf die Sache mit den Handelswegen, weil wir haben halt Handelswege. Ob wir das nächste dunkle Zeitalter abwählen können, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie man das im späteren Spielverlauf genau machen soll. Aber wir sind nun in der Renaissance und ich wundere mich, also Frankreich schickt bisher noch gar nichts und Norwegen schickt eine Karawelle. Da ist schon echt ein bisschen schwach, muss ich sagen, also... Das ist schon ziemlich schwach. So. Wir bauen hier mal die Universität. Eisen und Pferde sind schon wieder voll. Weiteres Militär möchte gebaut werden. Also ich meine, die KI muss sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Irgendetwas müssen die sich doch dabei gedacht haben. Der Tag, an dem wir nichts mehr entdecken, ist der Tag, an dem wir ein Leben in einer toten Welt ohne Neugier und Träume beginnen. So sieht es aus und wir gehen... zur Handelsrepublik. So, das heißt, wir haben immer ein bisschen mehr Spielraum. Das hier wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann könnte ich meine Marine ein bisschen aufpumpen. Oh, Einheitenverbesserung, 50% Nachlass. Das wäre natürlich auch fein. Das wäre natürlich auch eine feine Sache. Brauche ich jetzt aber noch nicht, glaube ich. Das ist natürlich auch alles schön. Also ich würde tatsächlich gerne die Marineeinheiten ein bisschen boosten. Ich glaube, ich mache es so. So, ein Bonus auf die Burgen. Kumasi wurde besiegt. Ein Stadtstaat. Tja, lieber Stadtstaat, was soll man dazu sagen? So, du gehst mal ein bisschen hier oben scouten, ob da eh irgendwas angedackelt kommt. Hier ist ja alles landtechnisch abgesperrt. Also, irgendwas muss doch da kommen. Die KI wird sich doch irgendetwas dabei gedacht haben. Also Norwegen und Frankreich, die beiden Pipi-Reiche da. Guck mal, erklären wir doch mal dem Blub den Krieg. Also, ich weiß, es ist die Zivi-KI, aber die muss sich doch irgendetwas dabei gedacht haben, sag mal. Wir holen das mal hier gerade nach. Ich hätte gerne den Gesandten.
So, hier drei Runden dauert die Quadrigeme noch. Ja, okay. Kann man machen. Hier gehen wir auf die Wissenschaft. Hier gehen wir auf die Wissenschaft. Und go. Ja, Freunde, also... Boah, plus 10 diplomatische Runzbrunnen, das ist schon stark. Tja, jetzt haben sie gelevelt, aber... Da passiert nicht wirklich was. Moment. Was? Statt Fernangriff? Wo, was, wie? Ach, hier oben. Ich dachte schon, was ist jetzt denn los hier? Ich dachte schon, ja hier, statt Fernangriff. Gerne. Das sind Barbaren. Das ist kein Feind in dem Sinne. Also ganz ehrlich, Barbaren haben hier nichts mehr zu melden, ey. Barbaren nähern sich. So, ich muss jetzt hier irgendwie sehen, dass ich hier durchkomme. Es gibt eine Sondersitzung des Weltkongresses. Ja, hier, hallo, finde ich aber auch hier. Das ist hier Kriegstreiberei, was die KI macht. Entschuldigen Sie mal bitte hier. So. Oh, Japan ist fast bei 400 diplomatischer Gunst. Das ist natürlich stark. Eigentlich bin ich schon fast bei 500. Und sie dümpelt bei ihren 300 rum, macht daraus nichts. Oh, hier, die... Ja, so langsam gibt es hier aber auch ordentlich was. Also... Aber Sondersitzungen zählen doch nicht. Sondersitzungen zählen doch nicht zu den normalen Sitzungen, oder? Also. Mein Bonus kriege ich dann trotzdem noch, hoffe ich mal. Was machen die denn hier, sag mal? Oh ja, da ist jemand an Seid interessiert und möchte mir natürlich diplomatische Gunst und ganz viel anderen geilen Stuff geben. Den handel nehme ich doch gerne an. So, und jemand wird mir sicherlich auch gleich ein Angebot für die Diamanten machen, oder? Da bin ich fest von überzeugt. Eine Sondersitzung, was haben wir denn hier? Betrifft mich nicht. Ach, er hier. Alter, wie er das abgewehrt hat. Ja, gut. Japan hat seine komplette diplomatische Gunst eingesetzt, um diesen Vorschlag hier gerade so abzuwehren. Hat er gut gemacht. Exaktes religiöses Denken ohne Theologie gibt es genauso wenig wie exakte Messungen und Astronomie ohne Mathematik oder eine exakte Herstellung von Eisen ohne Chemie. So, ein heftiges Unwetter betrifft uns aber nicht. So, hier bauen wir mal unser tolles Spezialgebäude. Ist noch. Jakob, mach die mal weg. Also ganz ehrlich, Barbaren kann ich nicht so wirklich dulden. Das geht nicht. Außerdem ist es natürlich auch gutes Training. Ein zweiter Gesandter.
würde einfach mal gerne mir so eine +2-Produktion beim Bau von Einheiten holen. Einfach weil ich es kann. Ich schicke einen einfach mal hier und den zweiten behalte ich als Reserve. Aber meine Hauptstadt soll ein bisschen mehr, ein bisschen besser Einheiten produzieren können. Ja, ich dachte gerade schon, hier kommt was an, aber hier kommt nichts. Das ist einfach nur erbärmlich. Also ich habe noch nie sowas Erbärmliches gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. Wo möchte ich denn als nächstes hin? Die Spione wären, glaube ich, mal nicht schlecht. Also ich glaube, so langsam könnten wir mal in die Spionage einsteigen. Den Bonus für die Gilden haben wir. Also den Gouverneurstitel nehme ich gerne mit. Dauert nur 3 Runden. Wir gehen Richtung Spione. Klingt sehr, sehr schön. So, hier kriegen wir nächste Runde den Kulturschock für diese beiden Felder. Den holen wir uns doch mal gerade. Eine Botschaft. Ja, eine Botschaft. Machen wir doch gerne. Machen wir doch gerne. Die KI macht das natürlich nur, um bessere diplomatische Sichtbarkeit zu bekommen. Aber ist ja auch gar kein Problem. Also, Freunde, ihr müsst schon irgendwie irgendwas zu mir rüberschicken. Also, so macht das keinen Sinn. Was ist denn das für ein Krieg, ey? Aber ich glaube ganz ehrlich, sie können einfach nichts rüberschicken, weil meine ganzen Bündnispartner sie halt einfach zerfleischen. Sehr schön. So, dann segel hier mal hin. Hier kommt gar nichts. Ich glaube ganz ehrlich, die haben hier so hart zu kämpfen. Ja, also Norwegen und Frankreich sind, glaube ich, so hart mit Japan beschäftigt, wenn ich mir das so angucke, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, mich anzugreifen. Also Japan ist hier so hart beide am Wegfighten, die können, glaube ich, gar nichts zu mir wirklich rüberschicken. Das können die knallhart vergessen. So, wo ist denn der Bogenschütze? Der Bogenschütze ist weg. Stattdessen ist hier nun plötzlich ein Speerkämpfer aufgetaucht. Den knödeln wir doch mal um. Ja, der Bogenschütze ist weg. Gilgamesh möchte sich das Lager da holen. Das kann er von mir aus gerne machen. Das ist mir relativ egal. Eine Ladung. Ja, dieses Steinvorkommen vielleicht. Vielleicht kaufe ich mir gleich einfach mal das Geländefeld. Ich baue meine Flotte ein bisschen aus. Eine zweite Quadrireme. Aktuell können sie noch nicht auf Ozeangeländefelder, aber hier ist ja eine gute Verbindung. Ich glaube, wenn eine hier so steht an der Küste und die andere hier so das Mittelding. Also ich hätte gerne 2 Schiffe. Ich hätte wirklich gerne 2 Schiffe. So, Kulturschock hat funktioniert. Sehr gut. Dann kannst du doch eigentlich schon mal hier einen Leuchtturm hinsetzen. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Ja gut, dann würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich mit dem Salpeterabbau beginnen. Vielleicht sehen wir auch schon einen ersten Musketier. Und was unsere Kriegsparteien vorhaben, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da kommt nicht so ganz viel. Aber mal schauen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann und ciao.